Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Xenonauts mit dem mega super duper riesen Modpack, kann man schon fast sagen, Division. Und ja, ich weiß, der ein oder andere wird sagen, aber Gero, du wolltest doch Stonekeep spielen. Ja, will ich auch, noch wahrscheinlich aber eher nach Might and Magic. Und jemand anders mag sagen, du Gero, du wolltest doch nicht mehr diese Riesenprojekte anfangen, die jahrelang brauchen, bis sie beendet werden. Und dann fängst du jetzt das da an, was bestimmt 300 Folgen dauern wird. Ja, wahrscheinlich. Außer ich höre frustriert auf, was bei diesem Spiel sehr gut möglich sein kann. Ein paar mehr Informationen dazu. Xenonauts 1. Superspiel. Wenn ihr auch nur im entferntesten Interesse an XCOM und ähnlichen Spielen habt, spielt Xenonaut Vanilla. Erstmal schön Vanilla durchspielen. Immer erst wichtig. Es ist viel näher am Original und viel besser als das Remake, was Komplexität angeht. Ja, in dem Remake gibt es schöne Action-Szenen und Piu-Piu, aber die Story ist meh, das Story-Writing ist meh-mähiger und es ist halt sehr runtergetrimmt worden, dass auch wirklich jeder da spielen kann und man, ne, alles total vereinfacht und user-friendly und so weiter. Xenonauts ist da schon ein bisschen, muss mehr aufpassen, man kann mehr Fehler machen und ja. Division, was wir jetzt spielen werden, ist dann nochmal einen ganzen Zacken schwerer. Was es noch schwerer macht, ist, dass ich es nie wirklich komplett verstanden habe und das letzte Mal, als ich es gespielt habe, war vor 2 Jahren oder so. Das heißt, viele große Updates sind seitdem dazugekommen und ich werde es also quasi blind spielen. Wir werden also sehr viele Fehler machen. Das ist jetzt quasi so, als würde man XCOM 1, das Remake, mit Long War blind spielen. Es wird schmerzhaft sein, aber ne, ich denke, es könnte interessant sein und gerade jetzt, wo wir ja in Phoenix Point, Phoenix Flash, ich habe mir nicht mehr den Namen gemerkt, das tut mir leid. Das Spiel mag ja gut werden, aber jetzt hat mich es absolut noch nicht angefixt. Es hat mich eher dazu gebracht, wieder hier reinzugucken. Deswegen jetzt das eigentliche Let's Play und ich bin jetzt schon viel zu lange am Schwafeln. Wir fangen also ein neues Spiel an. Was? New Game Plus? Warum New Game Plus? Hat er noch einen Speicherstand von mir gefunden oder wie? Nein, New Game. This setting is for newcomers, for veteran players, for XCOM enthusiasts and for John Cena. Was? No, seriously, start with this for KTD. Ist genau wie bei Long War. Da sagen sie auch, ja, egal was für ein harter Scheißkerl du bist und egal wie viel Safe-Scamming du betreibst, starte mit dem. Ja, ich vertraue den Modmachern. Also wir starten auf normal. Iron Man Modus, nein. Und Dialoge, ja. Okay. Achso, es ist auf Englisch. Ich werde grob die Sachen übersetzen, was einigermaßen holprig klappt. Ich habe gar nicht mehr nach einer deutschen Version gesucht. Eventuell gibt es irgendeine Fangemachte. Aber bei solchen Mods, die auch noch aktiv entwickelt werden, da ein Submod zu einem Mod zu machen, der immer wieder angepasst werden muss, und dann ist die Hälfte Deutsch und Hälfte Englisch, ich denke, ja. Damit werdet ihr klarkommen müssen. Okay, jetzt aber anfangen. Okay, Geoscape. Kann ich selber erklären. Also, ganz, ganz genau wie im uralten XCOM haben wir die ganze Welt. Und wir können verdammt nochmal, wo wir wollen, unsere Basis aufbauen. Kontrolle. Ja, sehr wichtig. Die Welt ist eingeteilt in diese Gebiete. Die geben Kohle. Das steht hier oben, Funding Level. Das heißt, wir sehen jetzt Doppel Indochina gibt 255.000. Middle East gibt 170.000 und Europa ist zusammengefasst. Früher konnte man, und allgemein bei recht vielen solcher Spiele, konnte man so ein bisschen, naja, schummeln will ich es nicht sagen, aber man kann die geopolitische Lage ausnutzen. Da in Europa ja recht viele Länder sind und jedes Land separat Geld gibt, wenn man komplett Europa abdeckt, kriegt man halt von allen Ländern Geld. Aber hier ist es zusammengefasst schon. Trotzdem, ich gucke gerade mal, wie unser Einflussgebiet ist. Nö, wir starten mal nicht in Europa, sondern ich starte in Afrika. Ja, weil wir von hier aus
Nordafrika, Südafrika, also die Blöcke sind jetzt hier so aufgeteilt worden, Nordafrika und Südafrika drin haben und auch einen Teil von Europa und der Sowjetunion. Und Mittlerer Osten. Nicht komplett, das ist richtig, aber wir haben schon mal eine große Abdeckung. Und der Plan ist dann erstmal hier, das ist unsere Main Base, ist hier. Sobald wir eine zweite Basis aufbauen können, kommt die wahrscheinlich hier hin, Indochina im Norden, eine weitere dann hier, eine da. Das heißt, wir haben später 5 Basen. Das ist so der langfristige Plan. Und ja, ich denke, hier müssen wir langfristig planen, damit das alles einigermaßen hinhaut. Und es läuft auch keine Zeit weiter. Wir haben vollständige Kontrolle auch über die Zeit, also über Raum und Zeit. Der Kontrollfreak in mir ist sehr zufrieden. Okay, bauen wir die erste Basis dahin. Die heißt nicht Nordafrika, die heißt Center HQ. Und dann haben wir hier irgendwie Northeast HQ, Southeast HQ, irgendwas in der Richtung. So, gucken wir rein. Die ist jetzt schon standardmäßig equipped mit Gebäuden. Wir haben da... Oh, nein, ich wollte nicht reinspringen. Ich wollte eigentlich drüber hovern. Das sind Hangare, Flughangare. Ah, hier, Maus, genau, Hangar. Für Flugzeuge. Da haben wir ein, ich glaube, das ist ein Scan-Flugzeug. Das auch eigentlich durchgehend in der Luft sein sollte, um UFOs entdecken zu können. Das ist auch ein realistisches Flugzeug, glaube ich. Das ist das Ding, was man öfters mal sieht, mit so einer riesigen Scheibe oben auf dem Flugzeug drauf. Sieht sehr skurril aus. Ja, und das ist halt über der Wolkendecke und kann dadurch dann einen wesentlich größeren Bereich abdecken als die vom Boden aus gehenden Radarschüsseln. Außerdem ist es so eine kleine, es gibt später noch größere, glaube ich. Genau, also Radarschüssel findet auch Aliens, das Ding findet Aliens, aber nur wenn es in der Luft ist, glaube ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, vom Boden aus können die Flugzeuge jeweils auch so ein kleines bisschen boosten, aber nicht viel. Dann Truppentransporter, um Einheiten zu den Missionen zu bringen, eine Krankenstation. Das ist keine Krankenstation. Ein Labor zum Forschen. Eine Werkstatt, um Laserwaffen zu verkaufen und sie auf dem Schwarzmarkt wieder zu verkaufen. Das war einer meiner Lieblingsteile bei einem Original XCOM. Ernsthaft. Also eine Alien-Invasion läuft. Was machen wir? Wir ticken Waffen, um an Kohle zu kommen. Okay. Ein Lagerraum und Schlafquartiere. Das und das Command Center. In Zukunft, wenn wir die Basen aufbauen, werden die nicht so aussehen wie hier. Weil die Aliens über die Hangare reinkommen und man das idealerweise dann so aufbaut, dass es ein Bottleneck gibt. Also hier können die Aliens, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier auch so gehandhabt wurde, aber ich glaube, die können jetzt von hier nach da reingehen, von da nach da, von da nach da, von da nach da. Das heißt, bei einem Basenüberfall sind wir gekniffen, weil wir dann alle uns Soldaten aufteilen müssen und das kann dann Probleme geben. Dazu später mehr. Wir können und sollten gleich von vornherein möglichst viele Wissenschaftler anheuern. Denn die Aliens sind uns, wie bei jedem solchen Spiel, sehr, sehr weit voraus. Und das müssen wir schnellstmöglich aufholen. Was man allerdings bedenken muss, man kann hier echt Mist bauen. Also gerade was das Geld angeht und Wissenschaftler sind teuer. Das heißt, ich werde jetzt unser Personal cappen mit 20 neuen Wissenschaftlern, aber ich werde ein Auge drauf behalten, denn wir müssen auch genug Kohle haben für eine neue Basis. Ja, und... Achso, nee. 20 Wissenschaftler könnte ich holen, ja. Aber wir haben nur noch Platz für 10. Ich müsste also auch noch ein Labor bauen. Eine Werkstatt brauchen wir auch bald. Also ja, 10 Forscher. 10 Techniker. Und dann haben wir schon kein Personal mehr. Das heißt, wir bauen ein Labor mehr, damit wir später noch mehr Forscher forschen lassen können. Werkstatt sollte erstmal reichen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein Living Quarter. Das machen wir nochmal. Living Quarter. Wie dreht man nochmal? Konnte ihn... Ah, da. Rotate. Blub. Living Quarter dahin, dauert 5 Tage. Labor dahin.
Ein Medical Center brauchen wir auch auf jeden Fall. Bappen wir mal daneben. Eine Garage. Ah ja, Fahrzeuge sind praktisch. Bappen wir dahin. Hier könnten wir jetzt nichts hinbauen. Die müssen anliegen. Da sein, die Räume. Ist jetzt hier auch noch nicht so relevant, aber wenn wir später eine komplett neue Basis aufbauen, wo halt nur denn so ein Fahrstuhl, das ist glaube ich in der Mitte ist, dann ist es schon nerviger. Weil dann setzt man erstmal ein Gebäude, das dauert dann 10 Tage, bis es gebaut wird, und dann muss man an das wieder ransetzen und ja, so eine neue Basis aufbauen, dauert halt. Also wir haben jetzt eine Garage, wir haben ein Medical Center, wir haben Living Quarter und ein Labor. Eine Missile Battery. Alle Gebäude kosten auch regelmäßig Geld. Eine Missile Battery brauchen wir definitiv. Idealerweise sogar zwei davon oder sogar drei. Aber ich denke nicht, dass wir so schnell am Anfang angegriffen werden. Aber es ist Sandbox und die KI ist garstig. Also es können random auch echt miese Sachen passieren. Also in der allerersten Mission gleich irgendwelche Über-Aliens, die uns komplett zerreißen. Und ich werde... ähnlich wie ich das bei XCOM beim Remake auch gehandhabt habe, wenn ein, zwei Soldaten sterben, wird nicht neu geladen. Es wird nur neu geladen, wenn wirklich die komplette Truppe zerrissen wird. Oder ich irgendeine sehr, sehr gute Ausrede habe. Also ich möchte kein Safe-Scumming betreiben, dass wir wirklich nach jedem verlorenen Soldaten neu laden. Das ist nicht Sinn des Ganzen. Und das ist dann auch nicht anspruchsvoll und macht mir keinen Spaß. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Okay, also wir bauen jetzt keine Missile Battery, weil ich mir die Kohle sparen will. Sowohl die Initialkohle als auch die regelmäßige Kohle. Worüber man noch nachdenken könnte, wäre ein weiterer Hangar. Im Basisspiel reichen zwei Flugzeuge vollkommen. Aber hier sind die Aliens halt richtig garstig. Also ja, ich baue noch einen Hangar. Ich bin sogar fast versucht, noch einen zu bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir dann später genug Platz haben für die ganzen anderen Sachen hier. Nee, das muss reichen. Dann hätte ich jetzt gern die Forscher. Hi, genervt reinblickender Typ. Higher Fire Scientists. Gut. Ja, hier 300.000 im Monat. Die sind teuer. Sind gekauft. Und wir können nur die Invasion selber erforschen. Wir werden angegriffen, Commander. Und schon mal sehr gut, dass ich Commander heiße. Wir sind gerade dabei, die anfänglichen Reporte über das, was geschehen ist, zu analysieren, um ein besseres Bild der Lage zu bekommen. Ja, und es sind 10 Leute dabei. Fortschritt ist exzellent. Okay. Hier können wir noch 10 Ingenieure anheuern. Wir können allerdings noch nichts bauen, richtig? Aber das wird sich sehr schnell ändern. Die Mod haut tierisch viel Content hier rein von Sachen, die man herstellen kann. Und man kann auch UFOs zerlegen, da braucht man auch Typen wie ihn hier für und Typinnen. Deswegen ist es schon recht gut, wenn wir dann einen Pool von Leuten haben, auch wenn die jetzt die ersten ein, zwei Tage vielleicht nichts zu tun haben. Aber es wäre halt doof, wenn wir jetzt plötzlich geile Laserwaffen herstellen können und dann erst die Leute anhauen. Dann dauert es ein paar Tage, bis die kommen. Und ne, das müssen wir nicht. So, Lager. Wir haben noch nichts im Lager. Also wir haben ganz viel im Lager. Das sind alles hier Kisten voller Bundesladen und all so ein Zeug. Aber es ist halt nichts Besonderes. Also nichts für den Kampf Relevantes. Wobei, wir mit der Bundeslade voranmarschieren, können wir nicht verlieren, richtig? War nicht irgendwie so sage? Egal. Unsere Leute. Kanonenfutter. Die sterben wirklich wie die Fliegen. Bei Xenonauts. wie im Original XCOM. Und deswegen hatte ich damals das Spiel nicht gespielt. Weil ich halt noch ein Kind war. Also ich war wirklich irgendwie 12 oder 13. Und da hat man halt noch nicht so die Frustrationstoleranz. Wie als Erwachsener. Also völlig okay, ist, weil man ist halt ein Kind. Aber wenn man dann halt einen ganzen Trupp von Leuten hat in Powerrüstung und dann kommt ein so ein Typi an mit diesen Granaten, die um die Ecke fliegen können, diesen Homing-Dingern und jagt alles in die Luft und der Transporter fliegt in die Luft und ja, das ist halt ein wenig frustrierend. deswegen hätte ich damals das aufgehört.
Und sowas wird hier auch passieren. Aber ich hoffe, ich bin jetzt abgehärtet durch meine Tausenden von Videos zu ähnlich krassen Spielen. Ja, Stats, wie ihr sehen könnt, können wir auch bei den angeheuerten Soldaten immer vorher angucken. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich die Leute rauspicken, die wir gerne hätten. Wir können es auch sortieren nach irgendwas, wobei alles wirklich wichtig ist. Was mir persönlich wichtig ist, sind die TEUs. Also die Turn Unit irgendwas, das sind die Bewegungspunkte. Je mehr davon, desto mehr können die machen. Das heißt, er hier wäre echt gut. Ein Ticken wenig HP, aber die Stats erhöhen sich durchs Benutzen. Also wenn man überladen rumläuft, kriegt man Stärke dazu, wenn man Baller, kriegt man Accuracy dazu, wenn man moralisch angeknackst wird, kriegt man Bravery dazu. Das heißt, je länger die überleben, was halt vorkommen kann und was nicht, auch je nach Rüstung, werden die Soldaten besser. Das heißt, es wird auch später echt wehtun, wenn wir einen guten verlieren, weil es halt Real-Life-Monate gedauert hat. Also 100 Videos oder was, wenn er wirklich immer so lange überlebt, um den so hoch zu bekommen. Und wenn der dann stirbt, ist das meh. Aber gut, den heuer ich schon mal an. Was? Ah, puh. Ja, wir haben ja die ganzen Brainiacs und Schraubenmenschen geholt. Wir haben gar keinen Platz. Na gut, aber die sollten für ein, zwei Missionen reichen. Können wir dich auch noch einstopfen? Nein, unser Chinook ist voll. Chinook. Weiß einer von euch, wo der Name herkommt? Das ist bestimmt irgendwas Besonderes. Wow. Unsere Jungs und Mädels hier haben einen Ticken bessere Stats als die Rekruten, sehe ich gerade. Die sind echt gut. Das ist neu. Das müssen sie in irgendeiner letzten Patch gemacht haben, dass die Startleute einen Ticken besser sind. Warum kann ich die nicht gezielt angucken? Ah, das war in einem anderen Fenster hier, ne? Hier ist nur eine Übersicht, deren Rolle und wo die gerade sind. Also im Truppentransporter oder nirgendwo. Hier können wir die ausrüsten. Mit schönen Anziehpuppen. Allerdings haben wir hier noch nicht wirklich viel Auswahl. Was ich super finde, sind die Equipment-Dinger hier oben. Das heißt, man kann jetzt sagen, du bist ein Assault. Man könnte aber auch sagen, du bist ein Scout, Heavy Weapons und was auch immer. Und man kann hier auch selber welche abspeichern. Das heißt, ich werde mir jetzt zum Beispiel ein basteln. Braucht den ganzen Schnickschnack nicht. Das ist ein richtiger Kerl. Der nimmt sich... Oh, haben wir noch gar nicht. Doch. Ha! Mit einem Schild und dann eine Pistole. Und zwei Magazine. Und das könnte sogar schon abgespeichert sein, oder? Haben wir Change Role? Shield. Ja, okay, super. Das ist schön. Warum das Ganze? Die Schilde sind echt praktisch. Ganz wie in Real Life. Es gibt einen Grund, warum es die gibt, die Schilde. Hm. Das heißt, wir können einen davon, am besten zwei davon, immer vorschicken. Die knien sich hin, halten das Schild hoch, sind dann selber geschützt, weil erst das Schild zerstört wird, bevor die dann getroffen werden. Größtenteils ein paar Schüsse können auch daneben gehen. Also dann in ihn reingehen. Und hinter ihnen, also direkt ein Feld hinter ihnen, kann dann Deckung genommen werden. Hinter, er ist quasi mobile Deckung. Und das ist sehr, sehr praktisch. Das heißt, wir machen mal ihn zu einer mobilen Deckung. Und den Heavy. Wir brauchen, glaube ich, keinen Heavy am Anfang. Oder ich hoffe, dass wir keinen Heavy brauchen. So. Ja, was ich eigentlich gesucht hatte, war ein Schlagstock. Damit wir gleich am Anfang Aliens gefangen nehmen können. Brauchte man hier eine Containment Unit? Also so ein Lagerraum für die? Ich glaube nicht. Nein! Seid ihr alle noch ausgerüstet? Shield, Shield. Okay, was haben wir noch? Wir haben eine Soul, das ist eine Shotgun-Line. Dann haben wir einen Sniper. Sniper brauchen echt lange, um in Position zu kommen. Brauchen sehr viele TUs, um schießen zu können. Aber es ist trotzdem sehr praktisch. Ja, und Rest Rifleman. Okay. Es ist keiner überladen. Hier, das sieht soweit gut aus.
Ich denke, damit können wir arbeiten. Fahrzeuge haben noch keine, Flugzeuge. Oh, das ist super wichtig. Wir können hier raus und da raus. Und wir können halt hier die Leute verteilen. Was super nervig war in anderen ähnlichen Spielen. Und unsere Schildjungs und Mädels. Mal so. Geht dahin. Also Schild und Shotgun beim Hauptausgang. Zwei Rifle bei der Tür. Pistol und Rifle bei der Tür. Gut, dann Interceptor. Das Ding ist einfach nur zum Scannen. Hat aber auch Kanonen, aber das kann man nicht ignorieren. So, die haben Sidewinder und Autocannon. Da kann ich noch nichts auswählen. Nö. Okay. Ich denke, damit wäre die Vorbereitung soweit durch. Und wir können jetzt die Zeit zum ersten Mal weiterlaufen lassen. Nach über 20 Minuten. Ah ja, ich werde mir da auch Mühe geben und Zeit nehmen. Weil hier sollte ich jetzt nicht Hals über Kopf einfach so reinstürmen, sonst ist das Spiel zu schnell vorbei. Was aber auch nicht schlimm wäre. Ich nehme euch einfach mit, fange von vorne an und wir lernen dann dazu, was denn beim ersten Mal schiefgelaufen ist. Ich glaube, beim XCOM Remake haben wir auch zweimal neu angefangen. Also mindestens einmal. Bin ich mir da gar nicht so sicher. Na gut, bis gleich.